Wie entstehen Süchte und wie kannst du diese lösen? Das wirst du in diesem Video lernen. Es gibt drei Punkte, welche wir bei Süchten beachten müssen. Punkt Nummer eins ist, warum entsteht eine Sucht? Also es ist erstens einmal eine Kompensation von einem psychischen Faktor. Gehe ich nachher ein bisschen vertieft darauf ein. Punkt 2 ist die körperliche Sucht und der dritte Punkt ist die Gewohnheit. Jetzt, Süchte ist relativ breit gefasst. Süchte können sein, Rauchen ist der Klassiker, Alkohol kennen wir auch, aber es gibt auch andere Süchte, beispielsweise bei den Jungen, im Moment hochaktuell ist Social Media Sucht, dass sie gar nicht mehr sein können ohne Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und all die ganzen Sachen, die es ja gibt, TikTok, wieder jeden Monat wieder was Neues, aber das auf den Markt kommt. Oder es können auch Süchte nach Schokolade sein oder nach Essen. Es gibt da eine wesentliche Menge von. Jetzt die Frage ist, wie kommen Süchte zustande? Jetzt, wenn wir mal das Zeitrad ein bisschen zurückdrehen, an den Moment, wo eine Sucht begonnen hat. Es gab ja meistens einen Auslöser, warum jemand eine Sucht entwickelt hat. Und jetzt sind wir in der Entwicklungsgeschichte von uns Menschen. Beispielsweise gehen wir mal aufs Thema Rauchen ein. Rauchen ist häufig ein Thema von Menschen, die sich sozial anerkannt fühlen wollten. Das kennst du vielleicht selber, wenn du mal geraucht hast oder noch rauchst. Du warst damals jung und das war cool zu rauchen und alle haben geraucht. Und wenn du nicht geraucht hast, warst du eine Außenseiter. Also hast du angefangen, dir eine soziale Zugehörigkeit zu erkaufen, in Anführungszeichen, und hast angefangen, Kippen zu rauchen. Ist eine Möglichkeit, muss nicht immer so sein. Das können aber auch andere Aspekte sein. Beispielsweise Menschen, die kiffen und sich mit THC zudröhnen, ist es häufig so, dass ein ungutes Gefühl zugedeckt wird. Das ist aus meiner Therapieerfahrung, beispielsweise mit dem Kiffen. Ein Kunde kann mich sehr gut an den erinnern, der kam zu mir und da hat mir wunderbar, der war relativ fit im Kopf und hat sich schon ganz gezielt auch damit auseinandergesetzt und da hat mir sehr klar gesagt, schau, wenn ich nicht kiffe, dann kommt die Wut auf meine Mama nach vorne. Ich hatte keine gute Beziehung mit meiner Mama. Und wenn ich das nicht tue, dann werde ich sowas von aggressiv und kantig. Ich könnte Wände ausreißen und ich kann nicht leben. Also unterdrücke ich dieses ungute Gefühl mit dem Kiffen. Ist oftmals ein Unterdrücken. Alkohol ähnlich, oftmals ein Unterdrücken oder ein Überdrücken von Betäuben von Gefühlen oder von Sachen, die ich nicht wahrnehmen will. Heißt, Punkt Nummer 1, jede Sucht hat eine Entstehung. Es gibt einen Grund, warum wir damals darauf zugegriffen haben oder das genommen haben. Und in unserem Gehirn ist es so, dass das Gehirn eine Verbindung macht, wo es auch sagt, okay, beispielsweise Kippenrauchen gleich soziale Zugehörigkeit. Und jetzt, wenn ich mich gut fühlen will und wir sind soziale Tiere, verbindet das Gehirn das Rauchen mit ich fühle mich gut und anerkannt, beispielsweise. Und das findet man in der Hypnosetherapie beispielsweise, findet man das relativ gut raus, indem man schaut, woher kommt so eine Sucht. Da sind wir aber im therapeutischen Kontext drin. Das würde das Video hier sprengen, um da vertieft darauf einzugehen. Um was es aber auch geht, ist, wenn du selber von einer Sucht betroffen bist oder du merkst, du machst etwas zu viel, dass du mir einmal die Frage stellst, was passiert, Punkt 1, wenn ich das eben nicht nehme oder konsumiere? Wenn ich jetzt beispielsweise die Schokolade nicht esse, warum? Warum esse ich die? Was passiert, wenn ich sie nicht esse? So, jetzt habe ich die Frage richtig. Was kommt für ein Gefühl hoch? Was kommt für einen Entzug, ein psychischer Entzug nach vorne? Und was kompensiere ich damit? Beispielsweise Fressattacken ganz häufig auch mit sozialer Isolation. Sich nicht anerkannt fühlen oder einsam fühlen und so weiter. Das heißt, du kannst dich gerne mal fragen, was steckt denn dahinter? Es gibt Menschen, die, wenn sie erkannt haben, warum sie etwas tun, das selber auch lösen können. Hier möchte ich dir aber auch ans Herz legen, wenn es eine stärkere Sucht ist oder du kommst selber nicht drüber hinweg, such dir professionelle Hilfe. Es gibt hierfür gut ausgebildete Therapeuten, Coaches, Hypnosetherapeuten, Mental Coaches, was auch immer es dann ist, die dir hier helfen können. So.
Weil wenn du mit dem Unterbewusstsein arbeitest, dann kannst du diese Sucht lösen, indem dass du an deinen Entstehungszeitpunkt zurückreist und die Angst oder die Sucht da auflöst, sodass sie heute nicht mehr da ist. In der klassischen Psychologie werden diese Süchte einfach umgelegt. Beispiel, ein guter Kumpel von mir ist Psychologe und wir hatten kürzlich mal eine Diskussion über einen seiner Klienten und der hat relativ viel Kokain konsumiert. Einfach immer am Wochenende, unter der Woche hat er das nicht gemacht, aber am Wochenende, Freitag und Samstag hat er Kokain konsumiert und zwar in üblen, rauen Mengen. Jetzt, was man versucht hat, ist, man hat versucht, diesen Antrieb, der dazu geführt hat, dass er konsumiert, umzulegen und einfach gut nutzbar zu machen. Und indem man mit ihm erarbeitet hat, was er tun könnte, kam es zum Schluss zum Sagen, okay, du kochst gerne, du bist ein passionierter Hobbykoch und koche doch. Und jetzt hat er angefangen zu kochen, jeden Freitagabend, jeden Samstagabend, hat riesen Menüs gezaubert, was grundsätzlich super ist. Hat all seine Freunde eingeladen, seine ganze Familie, jetzt das Thema war, irgendwann mochten die nicht mehr essen kommen, so nach dem vierten, fünften Wochenende, wo sie Freitag oder Samstag oder sogar beide Tage bei ihm waren, haben gesagt, nee, ist dann auch mal gut, jetzt mag ich nicht mehr. Verständlicherweise, kann ich nachvollziehen. Jetzt wurde aber seine Sucht nicht mehr befriedigt, weil der konnte nicht mehr in dem Ausmaße kochen, also ist er wieder zurückgefallen. Das ist auch das Thema oder die Problematik bei Süchten, wenn der Kern nicht gelöst wird, da wo etwas ausgelöst wird, also das, was man versucht mit zu kompensieren, dann kann es unter Umständen sehr schwer werden, ganz davon wegzukommen. Deswegen präferiere ich, logisch, wir sind auch ein Ausbildungsinstitut für Hypnotherapeuten und Mental Coaches, den Weg, dass man mit dem Unterbewusstsein diese Sucht auflöst und da löst, wo sie entstanden ist. So. Heißt, Punkt 1, Süchte psychosomatischer Natur, du kompensierst etwas oder deckst etwas zu. Punkt Nummer 2 ist die körperliche Abhängigkeit. Und die kann sehr klein sein, die kann aber auch sehr groß sein. Soll was heißen? Raucher, absoluter Klassiker. Menschen, die rauchen, haben meistens einen psychosomatischen Grund, warum sie rauchen. Das heißt, eine emotionale Komponente, die da drin steckt, wie eben Kompensation, das, was ich vorhin alles erklärt habe. Gehen wir mal weiter drauf ein. Und jetzt, klar, über das Nikotin, über all die Botenstoffe, die du dir mit der Kippe zuführst, macht das was mit deinem Körper. Jetzt, wenn du aber schaust, es gibt Menschen, die hören von einem Tag auf den anderen auf zu rauchen, in dem Moment, wo der Kopf stimmt und sagen, aus, fertig, ich will nicht mehr, die haben keine Entzugssymptome. Jetzt gibt es aber Menschen, die haben relativ heftige Entzugssymptome, wenn sie aufhören zu rauchen. Und hier müssen wir auch unterscheiden, raucht jemand 2 Kippen am Tag, 5 Kippen oder raucht jemand 40 Kippen am Tag? Jemand, der 40 Kippen am Tag raucht, 2 Päckchen, hat logischerweise mehr körperliche Auswirkungen wie jemand, der nur 2 Kippen geraucht. Weil im Gehirn bilden sich sogenannte Rezeptoren, wo das Nikotin oder welcher Botenstoff auch immer, das ist auch bei allen anderen Drogen so, oder auch bei Zucker beispielsweise, auch eine große Sucht, ne? So, dass es andockt und dir ein gutes Gefühl oder vermeintlich gutes Gefühl mitgibt. Und wenn das nicht mehr zugeführt wird, dann schreien die ganz laut danach zum Sagen, fütter mich, fütter mich, fütter mich, bis sie mal abgestorben sind. Jetzt, wenn diese Rezeptoren in einem normalen Ausmaße ausgeprägt sind, normaler Raucher, 10, 15 Kippen am Tag beispielsweise, dann ist die körperliche Entzugsthematik verschwindend klein. Du musst es dir so vorstellen, wenn du Hunger hast und du hast so einen leichten Hunger im Bauch und denkst, oh, jetzt was essen werde ich schlecht. So kann es sein für 2, 3, 4 Tage und dann ist es aber auch weg, weil dann ist es abgestorben. Je mehr zugefügt wird, desto heftiger geht es. Wenn wir bei starken Süchten sind, wie Alkohol in extremem Ausmaß, also Alkohol, jemand, der ein Bier am Tag trinkt und es kann eine Sucht sein und dann davon wegkommt, der hat keine oder kaum körperlichen Zugsymptome, jedoch jemand, der eine ganze Flasche Wodka oder 2 am Tag trinkt, also schwerster Alkoholiker ist, der hat relativ heftige Entzugssymptome. Da kann es auch so sein, dass es teilweise der Entzug tödlich sein kann, wenn zu starke Substanzen auf einmal abgesetzt werden. Deswegen ganz, ganz wichtig, begib dich immer in ärztliche Obhut oder in professionelle Obhut von Therapeuten, die damit umgehen können. Jemand, der vor Heroin beispielsweise wegkommen will, hat heftige Entzugssymptome, auch körperlicher Natur, aber all die klassischen Süchte, die im Alltag auftreten, wie Zucker, Rauchen, ein bisschen Alkohol, so ein Bier 2 am Tag
Oder Social Media und all die Geschichten, die sind meistens psychosomatischer Natur und nicht der körperlichen Natur. Es ist ja auch so, dass du, wenn du dich mit der Arbeit, mit dem Unterbewusstsein ein bisschen auskennst, dass man Schmerzen perfekt reduzieren kann. Das heißt, du kannst ganze Schmerzthematischen ohne Probleme reduzieren, dass du Hände amputieren kannst oder ganze Operationen durchführen kannst. Und wenn das ja möglich ist, dann sollte so eine ganz kleine Entzugsthematik ja auch möglich sein. Müsste ist nicht nur müsste, sondern ist in der Tat so, weil es einfach die Erfahrung auch zeigt. Also haben wir den zweiten Punkt, körperlich ist die Sucht normalerweise für 95% der Süchte, die Menschen auch, die wahrscheinlich dieses Video schauen, ist es vernachlässigbar. Aber wenn heftige Süchte dahinter stecken, kann das schon auch ein Thema sein. Es kann dann auch sein, dass nur ein körperlicher Entzug noch da ist, also eine körperliche Sucht, wenn die Psyche bereits gelöst ist. Das geht. Und das dritte ist die Gewohnheit. Und da kommen wir wieder zu den Rauchern. Ich weiß, ich spreche ein bisschen viel über Raucher heute. Aber da ist es oft auch so, die Gewohnheit. Es gibt Menschen, die einfach aus Gewohnheit eine Kippe rauchen. Die brauchen es nicht, weder psychisch noch körperlich, sondern man macht es halt einfach so. Und hier ist es wichtig, dass einfach die Gewohnheit auch unterbrochen werden kann. Wie kannst du das tun? Das kannst du tun, indem du dir entweder einen neuen Rhythmus zurechtlegst, dass du beispielsweise, wenn du aufhören willst mit einer Sucht oder weniger Zucker zu essen oder weniger Schokolade, was auch immer, dass du beispielsweise, habe ich gute Erfahrungen gemacht mit meinen Kunden, wenn du in Urlaub fährst für eine Woche oder zwei, sagst, okay, ab dann mache ich es nicht mehr, weil du hast ein neues Umfeld, du hast noch keine gewohnten Aspekte, wo du einfach in die Schublade greifen kannst, beispielsweise Schokolade rausnehmen kannst oder was auch immer. Oder es gibt genau das Gegenteil, das ist eben auch spannend, dass Menschen, die den Rhythmus eigentlich beibehalten müssen, also Menschen, die eine Morgenzigarette geraucht haben, dennoch sich auf den Balkon setzen mit dem Kaffee, einfach um das beizubehalten. Aber das ist immer so eine Frage, wie es dir oder deinem Kunden am besten beliebt. Heißt, wir haben drei Punkte, die man anschauen müssen, wenn du oder dein Kunde von einer Sucht loskommen will. Punkt 1, die Psyche. Was steckt psychologisch dahinter? Was kompensiere ich oder welches Gefühl erkaufe ich mir über die Konsumation von was auch immer das sein mag, Schokolade oder Kiffen oder wie auch immer. Ich unterdrücke etwas. Zweitens, die körperlichen Entzugssymptome, die meistens verschwindend klein sind, den kann man umgehen. Und das dritte ist auch die Gewohnheit, die es zu durchbrechen gilt. Wenn du selber von einer Sucht betroffen bist und dieses Video schaut, möchte ich dir ganz Herzen legen, es geht oftmals viel einfacher, als du denkst. Begib dich aber in professionelle Hände, die helfen dir, das wirklich lösen zu können, und man kann mit ganz wenig, kann man unglaublich viel erreichen. Ich empfehle dir, geh in eine Hypnotherapie oder geh zu jemandem, der mit dem Unterbewusstsein arbeitet, weil einfach von meiner Erfahrung her die Art und Weise, wie so Süchte gelöst werden können, am effizientesten ist. Es geht halt einfach am schnellsten. Bei Fragen, stell einen Kommentar. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sehen uns in einem anderen